Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Automation, the Car Company, Chalkin Game hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind hier dabei, ein etwas bulliges Auto zu bauen, was wir noch Polo nennen, aber ich denke mal, wir werden es umnennen müssen, weil wie ein Polo sieht das hier nicht aus, das ist eher so ein, ich weiß es nicht. Aber gut, was auch immer es wird am Ende. Es wird auf jeden Fall in den 50er Jahren gebaut sein und gebaut werden. Wir haben hier natürlich den Motor mit einem 1,6 Liter Motor. Wahrscheinlich auch wieder viel zu klein für das Schiff, was wir hier bauen wollen, ausgelegt. Aber wir werden mal gucken, wo wir ankommen, denke ich mir mal. So, wir haben schon mal den Kühlergrill jetzt angepasst und wir haben ein paar Beleuchtungen dran. Ich habe hier unten die Grillöffnung, lasse ich auch drin. Wir müssen natürlich hier hinten noch so einen optischen Brecher reinbauen, weil sonst sieht das echt ein bisschen fürchterlich aus. Aber das kriegen wir hin. So, das heißt, wir den Sonnendach wollen wir nicht. Was ist denn das hier überhaupt? Nee. Nö, brauchen wir nicht. So, Luftputzen brauchen wir auch nicht. Aerodynamikteile. Da könnte man jetzt mal vielleicht ein bisschen drüber nachdenken. Dass man vielleicht hier unten ein Aerodynamikteil anbaut. Das ist ja eher für hinten gedacht, nehme ich mal an. Was ist denn das alles Schönes? Das ist eher für die Seite gedacht, glaube ich. Das könnte hier vorne gedacht sein, aber das ist ja wirklich sehr futuristisch gesehen hier. Da kann man ja fast einen Formel 1 Wagen draus bauen hier. Mann, nur das sind aber das ist Frontspoiler hier. Ich sehe nichts. Okay, dann lassen wir das lieber. Gut, dann Spoiler brauchen wir auch nicht. Flügel brauchen wir auch keinen dran bauen. Das würde ein bisschen komisch aussehen. Gut, dann brauchen wir Türgriffe. Auf jeden Fall brauchen wir Türgriffe. Tankdeckel. Oh, ein Tankdeckel ist natürlich auch wichtig. Wo machen wir hier den Tank hin? Der Tank kommt auf jeden Fall auf die Beifahrerseite. Wir sind ja ein deutsches Auto. Nee, hinten in die Heckklappe rein ist doof, ne? Wir machen mal einen lackierten Tankdeckel hier, ihn eckig. Und den bringen wir einfach mal hier so unter. So. Oh, fällt fast gar nicht auf. Das ist toll. Für die 50er Jahre richtig gut, glaube ich. Gut, dann lassen wir das mal so. Türgriffe. Da würde ich ja fast sagen, dann nehmen wir doch mal die verchromte Variante. Türgriff. Wir müssen immer davon ausgehen, dass das ja ein Australier ist, der das quasi macht. Und deswegen müssen wir auch davon ausgehen, dass wir eigentlich immer einen Linkslenker haben, einen Rechtslenker haben, so. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Bauen wir hier hinten noch einen an. So. Ohne Bärchen. Haben wir denn da Türgriffe dran? Das sieht auch gut aus. So. Gibt es eigentlich irgendwas für Kofferraumklappen? Irgend so einen Knopf oder Knauf? Nee. Gibt es sowas hier? Spiegel? Ich hätte jetzt ja erwartet, dass ich hier irgendwo so einen Knopf oder Knauf finde für eine Heckklappe. Das sind die Opel-Griffe. Diese, also die hier, das war doch früher Opel. 80er Jahre, 90er Jahre Opel. Oder das hier, genau. Das war dieser Opel-Griff hier, das mit dem Klack. Das hat so ein ganz merkwürdiges Geräusch gemacht. So, aber ich finde hier jetzt keinen für eine Heckklappe. Gibt es den nicht? Diverse Anbauten. Gibt zwar alles mögliche, aber keine Heckklappe. Gibt es da noch irgendwas Besonderes drin hinter dem? Nee. Bei den Plaketten müssen wir natürlich hier wieder an unseren. Wo haben wir denn? War er hier drin? Hier ist er drin. Dann müssen wir ihn natürlich wieder nehmen hier. Und das Ganze in größer.
Nicht mit so abknickenden Flügeln. Aber warum ist der schwarz jetzt? Achso. Ah, okay. Sieht nur so aus wegen dem Licht. So, der kommt erstmal da dran und dann kommt er natürlich hier vorne wieder drauf. Auf die Motorhaube natürlich auch ein bisschen größer. Soll er erkennen, dass das unser Auto ist. So. Sehr schön. Gut, das hätten wir schon mal, aber einen Türknopf habe ich immer noch nicht. Für hinten. So. Da könnten wir jetzt hier auch hier sowas nehmen. Aber es ist nicht symmetrisch genug. Dann eher sowas hier hinten reinbauen. Mach mal die Spiegelung aus. Na? Das wäre schon mal ein Griff hinten drin. Das sieht aber trotzdem noch richtig beschissen aus. Ich brauche irgendeine Zierleiste oder sowas. Gibt es irgendwie Zierleisten hier? Auspuffblenden, diverse Anbauten. Das sind Scheibenwischer. So einen Quatsch brauchen wir nicht. Das könnte doch sowas... Naja, nee, nicht wirklich. Ein Trittbrett. Okay, nee. Ein Trittbrett brauchen wir doch wirklich nicht im Kofferraum. Schön. Ein Schriftzug. Ja, könnte man machen. Das Kennzeichen kommt hier hinten noch rein. Moment, dann machen wir erstmal die Platte da dran. Kennzeichen. Da bin ich quasi eigentlich schon hier auf den Trip hier. Moment, hier müssen wir gerade von hinten vom Auto gucken. So. Kommt denn damit in die Kofferraumklappe rein? Aber das sieht auch doof aus. Moment, das sieht nicht so schön aus. Wie sieht denn das hier aus, wenn wir da solche... Ah, das unter das bricht das Ganze doch schon mal ganz gut. Hier, warte mal, dann können wir den nämlich noch ein bisschen nach oben schieben. Den Griff. Und dann machen wir das hier so richtig rein. Und dann... Dann sieht das Heck schon gar nicht mal mehr so klotzig aus. Jetzt müsste hier noch irgendwas sein und da müsste noch irgendwas sein. Da müssen wir noch was hinkriegen. Anhängerkupplung. Nee. Brauchen wir nicht. Weg. So. Könnten wir ja jetzt theoretisch. Wie, was? Warte mal, gibt's einen Zurückbutton? So. Ah ja, wie gibt's denn? Sehe ich nicht. Okay. Eben hatte ich doch irgendwie ein Untermenü hier, oder? Bin ich zu dusselig jetzt? Nein. Hm. Geht irgendwie auch nicht. Okay. Gut, Räder, nee, da wollen wir noch gar nicht hin. Gucken wir mal, Antennen. Kann ich da eine Antenne hinten drauf bauen? Das sieht auch doof aus. Kann ich da irgendwie... Was haben wir denn hier mal? Zahlen? Hier mal Buchstaben nochmal. Ah ja, jetzt geht's hier. Warte mal. Ich weiß nicht, ob das P jetzt noch da drin ist. Ne, sieht nicht so aus. Okay. Okay. Wäre schön, wenn ich jetzt einfach schreiben könnte dort an der Stelle. Das sieht ja auch total bescheuert aus. Probieren es einfach mal.
Ah, ich weiß, wie ich das nenne. Jetzt habe ich eine Idee. Das wird der Luke. Auto heißt einfach Luke. Hat überhaupt nichts mit Autos zu tun. Total idiotisch. Wie kann ich die Kamera bewegen? Ja, das bewegen wir das Teil hier, aber ich würde ganz gerne die Kamera ein bisschen. Wie kriege ich denn hin, dass ich denn da genau drauf lande? Mit der Mitte vom Bildschirm. Irgendwie geht das nicht, ne? Ah. So geht das. So, Haken dran. Ein C brauchen wir noch. Ne, ein K brauchen wir. Und ein E brauchen wir noch. Und dann ist das der Dielka-Log. Das ist eine Höhe. Sieht gut aus, ne? Ich guck mal vom Weiten. Oh, ja. Ja, könnte gut aussehen. So, dann ist das Heck ein bisschen gebrochen. Dann sieht das nicht mehr ganz so brutal aus. Gut, dann brauchen wir jetzt hier vorne natürlich noch eine Plate, die wir da anbauen. Da nehmen wir standardmäßig hier einfach mal so ein Kennzeichen dran. Oh, wo bin ich denn jetzt hingekommen? Das kommt hier einfach so drunter. Oh, das sieht ja total bescheuert aus. Okay, Momentchen. Ja, so wollen wir das nicht. So, dann machen wir hier Auto. Geht wieder nicht? Wieso gehen die nicht? Was ist denn da wieder los? Will er nicht. So, das sieht gut aus. Hier ist ein bisschen größer. Oh, dann ist das da richtig schön eingebaut. Sehr gut. So. Okay, das sieht doch schon mal ganz cool aus. So, jetzt könnte man hier theoretisch noch so einen Seitenblinker anbringen, aber das, nee, lass mal lieber. Das sieht doch schon mal fast nach einem Auto aus hier. Aber nur fast. Na gut. Okay. Lassen wir erstmal so. Gucken wir mal Frontschürze. Da gibt es noch einiges hier. Was denn hier? Okay. Keine Ahnung, was das sein soll. Also wir könnten theoretisch jetzt noch so einen Bumper da dran bauen, aber ich weiß nicht mehr, wo der hinpassen soll. Dann müssen wir den Kühlergrill kleiner machen. Ah, das sieht ja scheiße aus. Das lassen wir weg. Unsere Autofahrer brauchen keine Frontschürze. Nein, brauchen sie nicht. So. Dann brauchen wir auch keine Plaketten mehr. Kennzeichen haben wir auch durch. Dann kümmern wir uns mal um die Räder. Da machen wir natürlich jetzt was Hübsches. Was Schönes. Ja, das ist noch zu modern. Das könnte gehen. Das ist alt genug. Das ist zu modern. Sieht aber gut aus, ne? Sieht echt gut aus. Gefällt mir ungemein. Ja, das hat so Fluganleihen. Ach, das ist schlecht zu putzen. Bei dem anderen, beim Käfer haben wir die hier, ne? Ja, komm, dann nehmen wir hier jetzt... Ja, nehmen wir die. Das sieht gut aus. Das nehmen wir so. Warum sind denn die Reifen hinten um so viel größer? Naja, gut, egal. Vielleicht ist das so bloß eine optische Täuschung. Gut, Auspuffblenden brauchen wir natürlich auch. Und dann nehmen wir hier so einen schönen Doppelauspuff schön in die Mitte. So.
Ja, da musste früh morgens muss er die Penner rausjagen. So, dann sieht das gut aus. So. Wir haben ja auch zwei Auspuffrohre nach hinten quasi vom Motor. Wenn das jetzt hier so komisch aussieht. Achso, das ist noch. Der Motor ist ja noch gar nicht drin. Der weiß ja noch gar nicht, was für Motor das kriegt, das Auto. Das wird sich nur freuen. So, diverse Anbauten brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. So, jetzt kommt der Antriebsstrang dran. So, da haben wir natürlich dann Frontwheel-Antrieb. Das Ganze manuell mit einem Vierganggetriebe. 160 ist okay. Da können wir erst damit leben. Interessant, jetzt haben wir schon zwei Auspuffrohre da drin hängen. Ah ja, jetzt weiß er schon, welcher Motor dazu kommt. Okay. Gut. Automatische Sperrdifferential. Höchstgeschwindigkeit 160, das nehmen wir mal so. Vierganggetriebequalität lassen wir auch dort. So, dann machen wir einen Haken dran an die Sache. Tire-Typ Crosspits. Wir machen natürlich mittlere Profilmischung. Felgenmaterial ist Stahl. Felgendurchmesser wird mal auf 16 Zoll. Wieso geht denn da hier gleich was an? Wie viel geht hier denn was an? Aha. Keine Ahnung, was er da hat. Oh, ein bisschen Reifendurchmesser noch ein bisschen höher. So. Und dann machen wir hier vorne 155 und 100 machen wir hinten mal 165. Oder mal hinten auch 155. Das reicht ja hin. So, Maximum wäre 165. Das sieht schon mal ganz gut aus. So, Einpresstiefe. Machen wir mal so ein bisschen raus mit. Ja. Gehen sie aber raus, ne? Das ist... Na gut, dann lassen wir so. So, okay. Gut, das lassen wir, das lassen wir, das lassen wir. Weiter geht's. Wir nehmen Trommelduplex, natürlich bestmögliche Bremsen hier, mit bestmöglicher Größe, damit wir auch gut abgebremst kriegen. Simplex, keine Option. Die Größe müssen wir natürlich hier auch ein bisschen hochziehen, damit wir gut abgebremst werden können. So, dann machen wir vom Belagtyp eher so ein bisschen in Richtung Rennsport. Bremst er vielleicht ein bisschen härter. So, Materialkosten sind natürlich extrem hoch, das lassen wir so. Und kein Unterbodenschutz brauchen wir nicht. Flügel haben wir keine. Ja, das machen wir. Wir machen Standardsitz und Standardradio rein. Dann können wir auch eine Antenne dran bauen. Moment. Wenn wir Radio einbauen, dann können wir auch eine Antenne dran bauen. Sieht ja hässlich aus. Waren die früher so eine Antenne oben nicht auf dem Dach? Doch, ich glaube ja. Ne? Die hatten hier oben den Einsatz für die Antenne. Sieht schwierig aus. So, ich finde, drehen sie bloß so lang. Das sieht echt schwierig aus. Können natürlich auch einfach so eine Antenne nehmen hier, die hier hinten hoch steht. Beifahrerseite. Länger geht nicht. Ach, es wird nur dicker. Ach so, es wird wohl sehr länger. Ach so. Länger wird es nicht, echt nicht. Interessante Theorie. Okay. Jetzt holen wir nochmal ein Original wieder. So. Dann lassen wir das so. Schade, ich dachte, ich kann es noch ein bisschen länger machen. Aber wenn wir ein Radio einbauen, dann können wir natürlich, müssen wir natürlich auch sowas machen. So, ja, dann nehmen wir natürlich das Standardradio. Dann bei der Sicherheit nehmen wir natürlich fortschrittlich 1940er. Ui. Reifenschlupf, das sieht ja merkwürdig aus. Front Engine. Das sieht ja echt merkwürdig aus. Beschleunigungskurve, aber gut. So, okay, das erfüllt jetzt hier so ziemlich alles Mögliche, nur nicht das, was es eigentlich soll, aber okay. Macht nichts, wir haben Ponycar und Funcar gemacht. Der Ganze wird jetzt auch noch umbenannt in
nicht mehr in Polo, sondern er heißt Luke und ist eine Limousine. Ja, das ist zwar der Motor, aber okay. Der Motor, ne? Hier müsste eigentlich 1,6 Liter Boxer drin stehen. 1,6 L Boxer. So. Ist der Boxer, hätten wir hinten noch dran schreiben können, auf die andere Seite von der Heckklappe. Naja. Gut, okay, dann machen wir das noch schnell. Das schreiben wir noch ran, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.